Einen schönen guten Abend, liebes Publikum, sehr verehrter Herr Polt. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Jeden Monat zeigen wir... Ja, einen Applaus. Wie Sie wissen vielleicht, zeigen wir jeden Monat ein herausragendes aktuelles deutsches Werk, das im Kino läuft, gerade gestartet ist vor 2 Wochen und Action. Und es ist natürlich eine ganz große Freude, dann auch danach ein Werkstattgespräch mit Ihnen hören zu dürfen. An dieser Stelle möchte ich auch Frau Dillmann entschuldigen, unsere Direktorin. Sie ist leider krankheitsbedingt verhindert, wäre aber natürlich, wie wir alle, sehr, sehr gerne heute hier gewesen, nur dass wir hier sind natürlich. Wir zeigen heute aber nicht nur und Action, sondern wir ehren Sie, lieber Herr Polt, in diesem Monat auch mit einer Hommage-Filmreihe. Und vielleicht fragen Sie sich in Ihrer ja, unnachahmlichen Art des bayerischen Understatements, um den Titel der Polt-Ausstellung 2012 im Münchner Literaturhaus zu zitieren, braucht's das? Wir finden ja, das braucht's und im interkulturellen Austausch mit Hessen würde ich noch ein Eisische hinten dran setzen. Ja. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Sie als pointierter Menschenbeobachter haben es in Ihren Filmen, im Fernsehen und natürlich ganz besonders auf der Kabarettbühne wie kaum ein anderer geschafft, unserer Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und ein Lachen zu erzeugen, das einem dann meist schlagartig und im richtigen Moment im Halse stecken bleibt. Schon in den ersten Kritiken zu Ihrer großartigen Fernsehserie Fast wie im richtigen Leben 1979 war von der messerscharfen Verwendung des bayerisch verzinkten Hochdeutschs die Rede. Und auf die Spitze getrieben wurde dies natürlich in Kehr aus. 1980, Ihrem ersten Kinofilm unter der Regie von Hans-Christian Müller. Wie immer auch an der Seite Ihrer kongenialen Partnerin Gisela Schneeberger, die wir auch heute wieder auf der Leinwand bewundern dürfen, gleich bei Und Action. Ausgezeichnet wurde Kehr aus, völlig zu Recht, mit dem Deutschen Filmpreis 1980 für das beste Drehbuch, dem Deutschen Darstellerpreis sowie dem Ernst-Lubitsch-Preis. Dabei ist Sprache nur der eine Teil ihres Könnens, allen voran das Spiel mit dem bayerischen Dialekt. 1942 in München geboren und im urkatholischen Altötting aufgewachsen, studierten sie politische Wissenschaften, Kunstgeschichte und Geschichte, ehe sie sich in Schweden den nordischen Sprachen widmeten und vor ihrer Karriere als Kabarettist, als Übersetzer und Dolmetscher in München arbeiteten. Das Sprachgefühl steckt ihnen also quasi im Blut, auch schon von der Ausbildung her. Und das wollen sie auch vermitteln und den Dialekt am Leben erhalten. Sie haben im Gespräch mit dem leider viel zu früh verstorbenen Filmkritiker Michael Altén einmal gesagt, dass ein Münchner Kind heute praktisch vom Dialekt entsorgt sei. Karl Valentins Irrealis hätte geworden sein können, sei einem Kind gar nicht mehr begreiflich zu machen, weil es nicht mehr Teil seines Erlebens ist. Bei Ihren Filmen kommt das immer wieder zum Vorschein und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar, lieber Herr Polt. Und neben der Sprache gibt es das Schweigen, das Sie stets virtuos einsetzen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb zu Ihrem 70. Geburtstag, den man Ihnen angesichts Ihrer Schaffenskraft und der Anzahl Ihrer Bühnenauftritte, morgen geht's weiter und dann die ganze nächste Woche in ganz Deutschland, kaum glauben möchte. Sie sagt, die Süddeutsche Zeitung, Polts Kunst besteht in einer Ökonomie des Schweigens, Schnaufens und der Sprachmelodie. Und beruft sich dabei vor allem auf die legendäre Szene, die sie bei der Verleihung des Deutschen Kabarettpreises 1980 zeigt, wo sie diese 10 Fernsehminuten damit füllten, dass sie nichts sagten und das Publikum dennoch zum Toben brachten. Dabei war der Hintergrund viel ernster. Es ging um eine versuchte Zensur des ZDF an ihrer Kritik an Bundesminister Friedrich Zimmermann, bekannt als Old Schwurhand zu jener Zeit. Überhaupt, mit ihren Satiren verhält es sich höchstens noch wie mit Loriot-Sketchen. Hat man sie einmal gehört, fallen sie einem immer wieder ein. Vielleicht, weil so viel Fundamentales darin steckt. Weil sie echt sind. Und man muss nur Stichworte nennen und die Szene ist wahrscheinlich jedem hier im Saal präsent. Muss man bei 3 Beispielen zu versuchen. Mai Ling. Osterhasi. Leasingvertrag. Das sind alles Beispiele, die wunderbar funktionieren. Und auch in Ihren Filmen funktioniert das. Wir haben mehrere Filme diesen Monat gezeigt, unter anderem auch Platteln in Umtata, wo Sie mit der Biermöselblasen den Bayern den Zusammenhang zwischen Schuhplattler und einem afrikanischen Volkstanz näher zu bringen versuchen. Oder wenn Sie, wie in Mann spricht Deutsch, die deutschen Pauschaltouristen aufs Korn nehmen. Den Film können Sie alle übermorgen nochmal hier im Kino wiederentdecken, auf großer Leinwand.
Ja, und durch diesen Blick auf das Fundamentale, das Echte, dürfte der Abend heute für uns, ja, die wir uns vielleicht als Cineasten bezeichnen, besonders schmerzhaft werden. Denn in und Action widmen sie sich, neben der Sicht auf die Finanzkrise, einer Karikatur der von uns allen geschätzten Amateurfilmer und Filmliebhaber. Und nach dem Film wird Ulrich Sonnenschein von der EPD Film, mit denen wir diese Veranstaltung und Kooperation machen, in einem ausführlichen Werkstattgespräch natürlich auch ganz besonders darüber sprechen. Wir freuen uns schon sehr darauf. Ja, doch bevor wir Sie gleich hier vorne auf der Bühne begrüßen, lieber Herr Polz, haben wir noch eine ganz besondere Überraschung für Sie. Ich bin schon einmal durch die Ausstellung geführt, wir haben ganz viel über Karl Valentin gesprochen und es gibt einen passenden Kurzfilm dazu, den wir vorher zeigen. Wir zeigen immer einen Vorfilm und der heute ist 80 Jahre alt, 1934. Freuen Sie sich zunächst auf 12 Minuten mit Karl Valentin und Liesel Karlstadt in So ein Theater aus unserem eigenen Filmarchiv. Viel Vergnügen, bis gleich. Ja, begrüßen Sie mit uns den legitimen Nachfolger Karl Valentins, Gerhard Polt, hier vorne bei uns. Herzlich willkommen. Ihr Mikrofon. Lieber Sperry, als legitimen Nachfolger würde ich mich nicht trauen zu bezeichnen. Ich habe es gemacht. Ja, ja. Nein, aber es ist, ja, Gott sei Dank habe ich das Glück gehabt, Leute noch kennenzulernen, die ihn persönlich gekannt haben und die mir natürlich, das können Sie sich vorstellen, einiges über sein, also einige Anekdoten erzählt haben, die, wie man auch weiß, manche stimmen, manche nicht, denn niemanden wurde mehr unterstellt als diesem Mann. Aber es ist wurscht, weil ich sage das auch immer gerne, hoffe, dass die Wahrheit sozusagen auch wahrscheinlich ist. Fast schon der Irreale ist. Ja. Ja, ja. Ja, es ist ja doch einiges, sagen wir mal, was dann doch ähnlich ist, wenn man jetzt den heutigen Film, der uns gleich erwartet, sich anschaut. Das ist ja auch so. Ja, da wird so ein bisschen das Amateurhafte in den Vordergrund gestellt bei so einem Auftritt oder jetzt in dem Fall bei Ihnen so einem Film. Was erwartet uns denn heute Abend? Also müssen wir Angst haben? Nein, es ist so, es ist wirklich ein Film, der von Dilettanten handelt. Also wenn Sie wollen, es ist ein Film von blutigen Laien, die eigentlich nichts zu Wege bringen. Also ich habe die Ehre, einen Filmer zu spielen, einen Amateurfilmer. Aber das Wort Amateur klingt hier natürlich noch sehr gut. Denn eigentlich ist der Mensch ein absoluter Dilettant und ist aber begeistert, wie ich heute. Ich liebe Dilettanten, weil sie nicht zu bremsen sind. Aber sie sind immer guten Mutes. Also sie sind immer zuversichtlich und haben eine unheimliche vitale Kraft. Und alle diese Leute, werden Sie sehen, die da mitspielen, die sind eben in diesem Reigen mehr oder weniger verhaftet, dass sie nollens wollens etwas machen und doch an das irgendwie glauben. Und der Käfig, in dem das stattfindet, ist eben in der wirklichen, in einem kleinen Ort. Wir haben das in Freilassing haben wir das gedreht, bei Salzburg. Muss man auch hinzufügen, Salzburg war wichtig für uns, weil dieser Film ja auch österreichisch finanziert wurde. Und Sie werden sehen, es sind sehr viele österreichische Schauspieler da. Und ich kann Ihnen versichern, das weiß ich, schlechte Schauspieler zu spielen können wirklich nur gute. Und das gelingt ihm in diesem Film, das kann man jetzt schon mal sagen. Und vielleicht das noch hinzuzufügen, also der Mensch, den ich darstelle, der sagt für mich auch einen dieser Schlüsselsätze, für mich jedenfalls wichtigen Satz, er sagt, wir sind nicht Provinz, wir sind Provence. Und wenn man darüber nachdenkt, dann meine ich tatsächlich, dass eben, dass dieses, was ja heute möglich ist, wir haben alle einen unheimlich hohen Standard, den es heute überall gibt und wo man also mit sehr viel technologischen Equipment heute alles Mögliche wirklich machen kann. Und die Ergebnisse sind trotzdem, wie soll man sagen, lassen zu wünschen übrig. Also im weitesten Sinn erwartet sie eine Art Bauerntheater. Und wer das mal gesehen hat, Bauerntheater, vielleicht in meinem Ort Schliersee, wo wir ein schönes haben,
Und da gibt es natürlich auch ein Gefälle. Es gibt manchmal ganz passables und sogar gutes Bauerntheater und es gibt aber Verheerendes. An eines kann ich mich noch gut erinnern, das war in Tegernsee, am schönen Tegernsee, für Touristen gespieltes Bauerntheater, wo der Schlussgag, dem dann 8 Vorhänge gefolgt sind, hieß, das hieß Empire auf St. Pauli. Und da hieß es ja, wenn das Dirndl, der Illegale, also der Uneheliche, wir nehmen den, ja, den nehmen wir Bäder. Und wenn es eine Sie wird, Petersilie. Und die Leute waren begeistert. Die haben sich aufgrund dieser... Das erinnert mich, entschuldigen Sie, ich weiß, dass es so absurd klingt, aber schauen Sie, unser nochmal auf Valentin zurückzukommen, unser derzeit praktizierender Ministerpräsident Seehofer hat den Valentinsorden der Münchner Nahaller Gesellschaft bekommen, weil er den valentinesken Satz gesagt hat, das können Sie senden. Vielleicht hat man, es hat ja, ich meine, Sie wissen, Karl Valentins Ordenträger sind ja schon der Ratzinger, der für seinen Humor enorm aufgefallen ist. Auch der Herr Stoiber, auch der Glitschko. Also ich will damit sagen, Sie haben lauter würdige Valentinträger. So, jetzt muss ich aufhören, sonst wäre ich redselig. Entschuldigung, es tut mir leid. Ganz herzlichen Dank. Nachher hören wir Sie wieder. Ja, schönen guten Abend erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Wie im Kasperletheater, so voll war es hier selten. Ja, es war, muss man sagen, sämtliche Plätze besetzt, sogar an den Rängen stehen noch welche. For everybody is something dabei, heißt es am Schluss. Gerhard Polt, lassen Sie uns über Film reden. 10 Jahre haben Sie keinen Film gemacht, jetzt sind Sie wieder da. Warum diese lange Pause und warum dann die Rückkehr? Ja, weil... Ist okay. 10 Jahre, die zähle ich ja nicht, sondern das hat sich halt zufällig ergeben, weil es hätte ja 15 auch sein können. Es ist so, man macht ja, ich kann ja nicht einfach sagen, ich mache einen Film. Kein Mensch sagt einfach, ja, er will einen Film machen. Und ob er einen Film machen kann, hängt ja nicht davon ab, ob ich ihn machen will, sondern die Umstände müssen ja einem entgegenkommen. Man muss ja das Geld kriegen, man muss ja die Möglichkeit haben. Man muss ja Menschen gewinnen zu dem Konzept und zu dem Drehbuch und zu der Geschichte, die sagen, ja, wir geben dafür Geld, weil Geld spielt tatsächlich natürlich mit die entscheidende Rolle und das Wohlwollen von Leuten, die halt das sagen, ja, wir können stützen, wir können das fördern. Und ich kann mich gut erinnern, wir haben halt unser Drehbuch, nachdem wir also mehrere Jahre daran gearbeitet haben, in Wien zuerst vorgelegt und dann war halt die österreichische Filmförderung und da muss man halt erzählen, was man machen will und so weiter und die Österreicher haben halt zuerst einmal gesagt, ja und dann haben wir natürlich die Red Pack gehabt im Boot, die auch fanden, dass es förderungswürdig ist und zu produzieren. Ja und so haben wir es halt irgendwie zusammengekriegt. So eine Antwort hätte ich jetzt erwartet von einem Debütanten, der hier seinen ersten Film vorstellt, ja, und die Schwierigkeiten in der Ebene darstellt, einen Film finanziert zu kriegen, zumal in Deutschland, aber doch von Ihnen nicht. Also doch, Sie sind doch jemand, der ist jeder froh, wenn er ein Projekt unterstützen kann. Nein, das glaube ich. Ich muss aber hinzufügen, wenn ein junger Mensch bei uns, der eine Filmhochschule gemacht hat und der ein Konzept hat und einen Film machen will, dann müsste der tatsächlich eigentlich Vorfahrt haben. Wenn ein alter Knacker wie ich einen Film macht, dann muss er nicht unbedingt um jeden Preis es kriegen. Man muss das wirklich so sagen. Ich bin ja, diesen Ausdruck habe ich ja von Dieter Hildebrand, ein Kinosaurier. Also, und das stimmt ja auch. Also ich sage das wirklich bewusst, es gibt ja berühmte Leute, die Filme gemacht haben, sehr verdienstvoll und sehr beachtliche Filme. Nehmen wir mal den Helmut Dietl, den ich kenne. Der hat, um den letzten Film zu machen, glaube ich, 5 oder 6 Jahre gebraucht, bis er das Geld bekommen hat. Also da spielt der Name allein keine Rolle. Und vielleicht ist es sogar gut so. Weil sonst würden ja die Platzhirschen, die vorne sind, immer ihre Filme finanziert bekommen. Und so sollte es ja auch nicht sein. Sondern man muss schon überzeugen können mit dem, warum man es macht. Und man muss auch begründen,
ja, es muss sich begründen, sozusagen, finde ich schon. Jetzt haben Sie ihn schon erwähnt, Dieter Hildebrand, die Frage hatte ich eigentlich erst auf Seite 2. Sie haben ihm das Drehbuch noch schicken können, er hat es gelesen. Ja. Ja. Dann ist er leider verstorben. Hatten Sie irgendwann mal überlegt, ihn tatsächlich mit ins Boot zu holen und ihn dabei zu haben im Film? Nein, das war klar, dass er nicht mitspielt. Aber er hat das Drehbuch gelesen in einer Nacht und hat mir am anderen Tag angerufen und fand es ganz toll. Ich habe mich später noch einmal getroffen, ungefähr 14 Tage vor seinem Tod. Und dann haben wir über den Film geredet und er war neugierig, wie er wird. Und ich habe gesagt, Dieter, du bist natürlich bei der Premiere und wir haben schon darüber geredet, was es alles gibt. Ich habe schon gedacht, dass es einen Leberkäse gibt zur Premiere. Ich sage, du kriegst einen guten Leberkäse. Und leider hat es sich nicht erfüllt. Als Kabarettist ist man natürlich eine andere Interaktion mit dem Publikum gewöhnt als Filmemacher. Auf der Bühne kann man gucken, wie reagiert das Publikum, kommen die Witze an, lachen sie an den richtigen Stellen. Im Film ist es nicht so, da hat man vielleicht noch Crewmitglieder, die hinter der Kamera verschmitzt lächeln. Ist es schwierig, so umzuswitchen von der Interaktion von der Bühne runter, dann mit einem toten Apparat zu kommunizieren? Also es ist sicher so, dass es ganz selten ist, dass jemand wie ich die Möglichkeit hat, nach einer Vorstellung mit den Leuten zu reden, warum und was hat nicht gefallen, was hat gefallen oder überhaupt, wie kommt es dazu oder überhaupt in Kontakt zu treten. Und das ist was ganz Tolles, muss ich sagen, weil ich war jetzt ein paar Mal in Oberbayern, auch in Niederbayern, in ein paar kleinen Kinos und habe anschließend mit den Leuten diskutiert und das ist wirklich was Besonderes. Aber eins ganz kurz noch möchte ich sagen, es gibt nicht die richtige Stelle, wo man lachen muss. Jeder lacht dann, wann er will und man kann nie sagen, ist die falsche. Oder Gott sei Dank ist es so. Ich habe auch schon manchmal gelacht bei einem Film irgendwo in der Szene und dann wurde ich gefragt, warum lachst du? Und habe ich gesagt, im Moment weiß ich es nicht. Wissen Sie denn, für wen Sie Ihre Texte schreiben? Haben Sie, anders gefragt, ein Publikum vor Augen, wenn Sie sich hinsetzen und Geschichten aufspießen und umsetzen und umwandeln? Oder machen Sie das primär für sich selbst? Nein, ich glaube, es ist ganz normal. Wenn man erzählt, eine Geschichte erzählt, dann muss man überzeugt sein, dass das, was man erzählt, eine erzählenswerte Geschichte ist, nichts anderes. Und wenn man das sozusagen in der Öffentlichkeit tut, es gibt da Geschichten, da kann man sich erstens einmal überlegen, wo erzähle ich die Geschichte? Daheim, meiner Frau oder meinem Nachbarn? Oder schreibe ich sie als Novelle oder mache ich sie im Hörspiel oder ist es auf der Bühne gut geeignet und so weiter. Also die Frage erst einmal, der Platz, wo und wem. Weil es ist wirklich ein großer Unterschied. Es gibt Geschichten, die habe ich in den Münchner Kammerspielen erzählt vom Publikum. Und dann dieselbe Geschichte noch einmal in einem Bierzelt. Und manchmal ist es so, dass man nicht weiß, wo ist die Geschichte besser aufgehoben. Das ist manchmal schwierig. Weil es gibt einfach Geschichten, da weiß ich selber nicht genau. Weil ich weiß es ja Gott sei Dank nicht, wem es genau gefällt. Ich weiß nur, ich muss wissen, ich möchte sie gern erzählen. Und ich glaube daran, dass es erzählenswert ist. Weil sonst muss ich das Maul halten, sonst sage ich nichts. Oder wir reden über das Essen oder Trinken, da könnte ich lang drüber reden. Jetzt ist dieser Film so eindeutig Ihre Handschrift, dass man sich fragt, wie viel haben Sie eigentlich noch dem Regisseur überlassen? Oder wie viel allgemein, auch in Ihren anderen Filmen, haben Sie damals Hans-Christian Müller überlassen? Wie viel haben Sie jetzt Frederick Baker überlassen? Oder ist das alles Polt? Nein, ich glaube, das ist so, wenn man einen Film macht oder was immer, man darf das nie vergessen, es ist immer eine gemeinschaftliche Sache. Da spielt jeder, hat seine Meriten. Jeder, der da dabei ist, ist wichtig. Von jedem Menschen kann man was hören, was man annehmen kann und wo man wirklich dankbar sein muss, dass er sagt, ob das der Kameramann ist oder der Beleuchter oder wer immer. Jeder Mensch bei so einem Teamwork, und es ist ja Team, Film ist ja Teamwork, das ist ganz wichtig, dass einer da ist, der etwas sieht, was du nicht siehst. Und wenn er dich darauf aufmerksam macht, dann kannst du dankbar sein, sagst, ah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und darum finde ich das so toll, das ist wirklich der Gegensatz zum Kabarettisten, wenn man allein vorne steht, der erzählt, dann stehe ich allein da und da muss ich mich konzentrieren, dass ich die Leute nicht langweile. Aber beim Film
Film ist eben wirklich das Großartige, dieses wirkliche Teamwork, das übrigens auch beim Theater oft ist. Weil, ich kann das nur so sagen, das kann man nicht unterschätzen, aus meiner Sicht, wie wichtig das ist, dass man in einem Team sich wohlfühlt und mit Menschen zusammen etwas macht, wo dieses Einverständnis für alle da ist, dass sie wissen, was wollen wir machen, nicht ich. Ich mache keinen Film, wir machen einen Film. Entschuldigung, wenn ich das so sage, das klingt sehr fundamentalistisch, aber das meine ich auch so. Und es hat Sie nie gereizt zu sagen, ich mache auch die Regie? Nein, das könnte ich auch nicht, weil jeder Mensch, und das könnte, ich glaube, sogar der liebe Gott braucht einen Heiligen Geist, ne? Also hinten, der aufpasst, dass er keinen Fehler macht. Und dann ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Frederick Baker Dokumentarfilmer ist, weil er eignet sich besonders gut, das zu dokumentieren, was Sie auf der Bühne spielen oder vor der Kamera spielen. Ja, aber auch schon bei der Überlegung zu dem Film und so weiter. Ich verdanke dem viel, er ist Engländer und hat natürlich diesen englischen Humor, kennt natürlich auch die englische Humorgeschichte und kennt bestimmte Arten, wie Engländer an bestimmte Themen herangegangen sind. Und das war für mich natürlich unter anderem sehr, sehr bereichernd. Gab es eine Überlegung, ich erinnere an diesen wunderbaren Spot, den es auf YouTube zu sehen gibt, wo eine Hitlerrede mit ihrem Wutausbruch über einen Leasingvertrag unterlegt wurde. Gab es an irgendeinem Moment die Überlegung, dass Sie den Hitler selbst spielen? Nein, nie. Den könnte ich nicht spielen, weil wenn man ihn 1:1 spielt, dann kann man tatsächlich, glaube ich, das gibt ja x Beispiele, wo es gemacht wurde. Und darum ist es ja auch nicht zuletzt auch eine Art Persiflage auf dieses Sujet Hitler-Film. Ich könnte es tatsächlich nicht und würde es auch nie wollen, sondern die Idee war wirklich, dass in einer Bauernbühne ein Laie, der nolens volens das gar nicht kann und nicht will, das dann irgendwie spielt und auf eine mehr oder weniger, weil er eben auch ein klein, nicht großer Geist ist, zufällig, so wie diese Schneeberger als Wirtin, diese Eva Braun spielt, wahrscheinlich dieser Original der historischen Eva Braun näher kommen, als wenn man sie versucht, 1:1 zu spielen. Ich habe ja auch mich wirklich über den Hitler oder vor allem natürlich auch über die Eva Braun, ich habe wirklich viel gehört und mit vielen Leuten geredet. Aber die Eva Braun war so eine Person, wie sie die Gisela spielt. Die war so eine Wirtin, die war harmlos, die war keineswegs brillant, sie war auch nicht so blöd, aber sie war, wie der Hitler gesagt hat, ein Chapperl, das hat schon gestimmt. Also sie war ein Chapperl und sie hatte die war rührend naiv, hatte keine Ahnung, wenn man der gesagt hat, jetzt müssen sie wieder an die Ostfront. Ich weiß gar nicht, ob die gewusst hat, wo Russland genau ist. Nicht? Also das, ja. Also sehr naiv, eine sehr naive Person, die ja der Hitler immer versteckt hat. Nicht? Die durfte sich ja, kein Mensch hat ja gewusst, dass er mit ihr beieinander ist, die musste sich ja immer verstecken. Wenn der Mussolini gekommen ist oder der Graf Ciano, ne, dann war die weg. Ne, dann haben sie gesagt, sofort raus im Verkehr. Die Gisela Schneeberger, ganz großartige Rolle hier, ist ja seit immer schon quasi ihre Partnerin, auch zumindest in allen großen Kinofilmen. Ist das so ein bisschen ihre Liesel Karlstadt? Könnte man so sagen, jedenfalls in der Biografie nicht, weil sozusagen ich habe mit der Schneeberger keine sehr nahen Kontakte. Also wir sind auch in vieler Hinsicht, Gott sei Dank, gegensätzlich und auch in unserem Privatleben sehr verschieden. Also das nicht, aber richtig ist, dass sie für mich als Partnerin ein Glücksfall war und dass wir uns in vieler Hinsicht wirklich ergänzt haben, weil die Gisela ist eine Königin, ich sage aber eine Königin des Mikrokosmos. Wenn die in einer öffentlichen U-Bahn Verkehrsmittel da drin sitzt, die sieht Dinge, die wahrscheinlich andere Leute einfach nicht sehen. Sie erkennt es, sie erkennt die Schwächen, sie sieht, wie wenn eine Frau zum Beispiel eine ganze in der Trambahn, ne, eine ganze Handtasche ausräumt, immer schneller. Und am Schluss findet sie das Bonbon da drin. Und dann räumt sie alles wieder rein und dieser Gesichtsausdruck, dass sie dieses Bonbon gefunden hat, das kann sie. Das ist, das ist ja.
Und dass sie nicht die Liesel Karlstadt ist, ist ja ganz klar, weil sie sind ja auch nicht der Valentin. Sie haben vorhin gesagt, sie stehen als Schauspieler nicht zur Verfügung. Das finde ich ganz erstaunlich, wo wir doch so viele schauspielerische Dinge von Ihnen gesehen haben. Wie meinen Sie das? Ja, weil ich kein Schauspieler bin, weil ein Schauspieler muss bestimmte Dinge können, die ich gar nicht könnte. Ich bin lediglich Darsteller, Darsteller meiner Geschichten. Ein Schauspieler muss wirklich Fähigkeiten haben, die er muss sich für bestimmte Rollen und so weiter vorbereiten. Er muss die Rolle in einer gewissen Weise adaptieren. Er muss wandelbar sein. Und selbst wenn es nicht ist, muss er sie. Er muss mit verschiedensten Stoffen umgehen wollen und können. Und er muss eine Präzision haben, die ich auch nicht habe. Also ich bin weit davon entfernt und ziehe meinen Hut vor guten Schauspielern, aber ich bin keiner, ich bin bloß ein Darsteller. Das heißt, die Wandlung, die der Polt auf der Bühne voller Wut und voller Kraft dem Publikum entgegenschleudert, zu einem sehr weichen Pospiech, das ist auch die Wandlung, die Sie persönlich vollzogen haben? Ja, ich wollte so einen Menschen darstellen, der gefangen ist in sich selbst, der sozusagen nicht aus dem Käfig seiner Provinzialität rauskommt, wie die meisten dieser Leute, die wir da schildern. Sie sind Gefangene in diesem Ort und alle ihre Vorstellungen, was sie machen, gehen sie mit einer unglaublichen dann doch Vitalität an, aber sie sehen im Endeffekt, sie sehen sich selber nicht, also sie reflektieren es eigentlich nicht. Und darum haben wir schon bei der Begrüßung gesagt, ich mag gern so Menschen, die mit ihren Schwächen rumleben, vielleicht deshalb, weil ich auch so einer bin. Also man sieht sich Gott sei Dank ja nicht so häufig und das ist eine Gnade. Herr Pospiech arbeitet gerne mit Laien oder fast ausschließlich. Ja, weil er kein Geld hat, ja. Ja, und Sie hatten viel Geld, haben Sie trotzdem mal überlegt, mit Laien zu arbeiten? Nein, er hat ja gesagt, er sagt ja, zum Genie fehlt ihm ja nur das Geld. Und das ist auch ein schönes Ding. Ich habe viele Leute kennengelernt, die sagen, eigentlich wären sie genial. Aber wenn sie Geld hätten, dann wäre das Genie sofort erreichbar. Da wären sie überall. Und ich fürchte, das ist eine Sicht, die kann man haben. Aber ich teile sie nicht. Also die Frage mit Laien zu drehen hat sich nie gestellt? Nein, nein. Ich habe ja vorhin auch versucht zu sagen, so schlechte Schauspieler, die sowas, die das so machen, das können tatsächlich nur gute Leute. Und die Schauspieler, die jetzt da, die Sie alle gesehen haben, das sind ja einige, die bei uns gar nicht bekannt sind, leider Gottes, in Österreich sehr. Also zum Beispiel, der den Sparkassler spielt, nur um ein Beispiel zum sagen, kann ich auch ruhig erzählen. Da hat der Sparkassenmensch von der Sparkasse, Frau Lassing, als er den gesehen hat, hat er gesagt, Mensch, ist der gut, den darf man sofort engagieren. Ja. Aber man muss wissen, dieser Ostrowski, dieser Sparkassler, der ist in Österreich sehr berühmt, hat eine eigene Sendung. Dann der den Bormann spielte, hat eine eigene Sendung, nicht mit dem Kaiser, ganz genau. Dann der den Hitler spielt, das ist der Robert Mayer, der ist zwar ursprünglich ein Drosberger, ein Bayer, aber ich muss dazu sagen, der ist schon seit 40 Jahren mindestens in Wien, ist Nestroy-Preisträger vom Burgtheater, ist selber Leiter der Volksoper in Wien, ist also in Wien, kennt ihn jeder, ist ein ganz berühmter Schauspieler. Aber es ist auch interessant, dass mir aufgefallen ist, weil wir mit vielen Österreichern da sind, dass eigentlich, obwohl wir sprachlich auf einer Ebene sind, wir viele Leute aus Österreich gar nicht kennen. Wir kennen sie nur, wenn sie in deutschen Filmen kommen, also wie der Moretti oder bestimmte Leute. Aber wir sind da, offensichtlich ist da eine Kulturgrenze im Kopf. Dafür ist der Maximilian Brückner dem Fernsehpublikum sehr bekannt als Tatortkommissar. Das hat Sie nicht gestört weiterhin, diese Nein, der Verbindung. Ist ja auch ein toller Schauspieler. Der spielt zum Beispiel im Volkstheater in München den Brandner Kasper. Und sollten Sie nach München kommen und den Brandner Kasper sehen wollen im Volkstheater, schauen Sie sich an. Das ist unglaublich, wie der den Bornselkramer, so heißt der Sensenmann bei uns, wie der den Bornselkramer spielt. Das ist unglaublich. Schönes Stück übrigens, wer es noch nicht kennt. Es gibt ja zwei tolle Sätze über Film in diesem Film. Es gibt ganz viele tolle Sätze, aber zwei, die mir besonders gut gefallen haben. Der eine ist so lapidar, der heißt, wir filmen halt, wir brauchen ein bisschen Vision und ein bisschen Utopie. Ja. Da frage ich mich, was braucht man wirklich, um Filme zu machen? Und der andere ist noch viel besser, von Gisela Schneeberger, Film ist eine Geduldskultur. Was war die Geduldsfrage bei diesem Film? Naja,
Also um das zu sehen, ich habe ja viel in diesem Milieu auch, ich war auch in diesem Milieu, wo die, es gibt ja fast in jedem Ort einen Filmclub, wo Leute filmen und ihre Filme vorstellen. Meistens, also so 70-80% waren es meistens Urlaubsfilme, wo die Leute sich zwischen Pinguinen und zwischen irgendwelchen beim Federballspielen filmen und also schon spannend. Und aber es gibt auch, man muss aber fair sein und sagen, es gibt natürlich auch Leute, die heute natürlich mit diesen Technologien auch umgehen können. Und das zum Teil gibt es da ganz erstaunliche Sachen, wo Leute, weil man kann ja heute, man muss ja sagen, diese Filmtechnologie ist ja so enorm geworden, dass man selber baff ist, was heute alles möglich ist. Und da gibt es wirklich ganz Erstaunliches, was einem geboten wird. Aber natürlich wie alles, ein paar gibt es, die sind super, und dann gibt es welche, die würden es gern sehen wollen. Was mich immer noch ein bisschen wundert, ist, wie Sie am Anfang geschildert haben, wie schwierig das war, dieses Projekt durchzusetzen oder durchzubringen. Ich habe das Gefühl eher, dass Sie machen können, was Sie wollen. Nein. Die Frage ist auch, also Gott sei Dank, ich sage nur mal, ja? Gott sei Dank ist das ja nicht so. Bei der letzten Berlinale hat Bill Murray zu der Komödie von Wes Anderson gesagt, er hat deshalb mitgespielt, weil er endlich mal in einem Film spielen wollte, wo der Regisseur machen kann, was er will. Konnten Sie machen, was Sie wollten in diesem Film, oder hat man Ihnen tatsächlich reingeredet und gesagt, also den Hitler mit der schiefen Perücke, das finden wir jetzt nicht so gut? Nein, im Gegenteil, ich muss sagen, ich habe überall, muss ich das immer wieder sagen, aber nicht nur, weil jemand von der Red Pack da ist oder vom Verleih oder vom, ich hab, oder vor allem in Österreich. Wir haben überall einen unglaublichen Rückenwind gehabt und sind im Endeffekt nur unserer Geschichte verpflichtet gewesen. Und ich kann eines sagen, also ich habe, also das Hintergrundwissen, das muss man ja nicht nach vorne kehren. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, wenn mich jemand fragt, was hat das, weil der Film ist für mich ja kein reiner Hitlerfilm, das ist es auch nicht. Aber wenn schon Hitler und das im Vordergrund schnell gerät, ich kann natürlich sagen, dass ich Gott sei Dank in meinem Leben, und das stimmt, unglaublich interessante Leute kennengelernt habe, die mir auch dann diese Sicherheit gegeben haben, dass ich das so, dass wir das so drehen können. Also, dass dieser Hitler, den wir dann da haben, dass der so geworden ist. Ich kannte zum Beispiel einen der ersten großen Hitler-Biografen, der hieß Dr. Werner Maser, der mir eben wirklich das gesagt hat, mit dem, dass der Hitler sympathisch war. Ich kannte zum Beispiel einen Kabarettisten, den vielleicht manche von Ihnen noch den Namen kennen auch, Werner Fink, ist vielleicht jemand da. Den Werner Fink kannte ich gut. Ich sage Ihnen auch warum, den habe ich kennengelernt, der war 1906 geboren, den habe ich kennengelernt in einem Seminar bei politischer Wissenschaft über Autorität und Freiheit. Und da sitzt so ein älterer Herr neben mir, und denke mir, das ist ein alter Student. Dann hat sich herausgestellt, das war eben der Werner Fink, der in der Weimarer Zeit sehr berühmt war. Vielleicht eine Art auch von der Vortragungsart, der Vorläufer von Dieter Hildebrand. Und der dann vom Goebbels in ein Strafbataillon geschickt wurde. Und der mir eben bei dem Thema Autorität und Freiheit, da ging es wirklich, was ist Autorität, woher kommt sie, wer gibt sie und was ist auch Charisma. Was ist das eigentlich, wenn man von charismatischen Figuren redet? Weil ja, es wird immer gern gesagt, der Hitler, der Dämon. Oder die einen haben ihn dämonisiert, aber wenn er wirklich ein Dämon war, dann sind die Menschen die Opfer eines Dämons, dann sind sie unschuldig und sagen, der war's. Dann gibt es die andere Variante, die war, dass man ihn zum Clown macht, zum Kasperl, zum Idioten. Und dann gab es eben diese verschiedenen Gespräche eben über Autorität. Und die Schneeberger sagt ja, das finde ich sehr schön. Also langweilig darf er nicht daherkommen, weil immerhin hat der Mann einen Weltkrieg hervorgebracht. Und mit dieser naiven und auch fürchterlichen Aussage, aber sowas ist immer noch, solche Aussagen sind da. Wir sprechen ja manchmal Dinge aus, jedenfalls meine Generation auf alle Fälle, wo ich erstaunt bin. Schauen Sie, wenn jetzt der 7., 8. Mai kommt, dann sagen die Leute wieder, der Tag der Kapitulation. Kein Mensch sagt bei uns, der Tag der Befreiung. Warum sagt man Kapitulation? Kapitulieren tut einer unfreiwillig. Aber man könnte ja auch Freiheit. Ich will nur sagen, im Vokabular wird manches klarer, was man da so meint. Und
Und dann habe ich zum Beispiel kennengelernt, auch einen ganz interessanten Mann, der auch über dieses Thema Charisma und wie, was ist für ein Mensch so ein Fliegenfänger, wie, was ist Demagogie, was ist das, warum wird das Seriöse als seriös empfunden und warum hat man keine Ironie dagegen, warum? Weil man immer sagt, Bildung schützt vor Radikalität. Ja, aber die Deutschen waren eines der gebildetsten Völker damals überhaupt. Die hatten Leute, die Humanisten waren, die Deutschen waren wirklich. Aber Mathematik oder Latein schützte offensichtlich nicht davor, solchen Menschen nachzulaufen, die vollkommen unqualifiziert waren und weit unter ihrem Niveau waren. Und da sind Leute nachgelaufen, wo man sagt, warum denn das? Das gibt es doch gar nicht. Was ist es? Und das meine ich nochmal mit dem, auch mit dem Georges Tabori, den ich kennengelernt habe, dieses Phänomen, was das sein könnte, warum ist es so, dass Menschen dem Seriösen nicht mit gehöriger Ironie gegenüberstehen, um sich Distanz zu schaffen? Das ist eine interessante Frage, fand ich immer interessant. Hitler ist ja nicht nur Dämon und Clown gewesen, sondern auch eine Mitleidsfigur im Untergang, also jemand, der sozusagen das Zentrum des Untergangs bildete. Zwischen Charlie Chaplin und Danny Levy lagen rund 40 Jahre. Warum haben Sie sich entschieden, jetzt nochmal eine Hitler-Komödie zu machen? Na, für mich ist es eben keine reine Hitler-Komödie. Muss ich nochmal sagen, das kommt zwar vor, aber ich sehe was anderes. Ich sehe eigentlich im Wesentlichen, ich möchte, dass es zeigen, dass wir jedenfalls in der heutigen Zeit mit Themen umgehen, die sehr, wie soll ich sagen, harmlos und vollkommen naiv gegenüber sind. Wir gehen Dinge an thematisch und sind eigentlich nicht vorbereitet. Und es gibt so vieles, wo wir nicht vorbereitet sind. Und wenn eben dieser Satz, wir sind nicht Provinz, wir sind Provence da ist, dann kann man selber rechten, ob man Provinz oder Provence ist. Das wollte ich eben offen lassen. Aber es ist kein Hitlerfilm für mich in dem Sinn, weil das wollte ich nicht. Ich wollte nur natürlich das mitpersiflieren, diese Hitlerfilmerei, weil ich denke, eigentlich genügt's. Also wenn man erreicht hätte, dass man jetzt keinen Hitlerfilm mehr macht, wäre ich froh. Also oder hätte man vielleicht was erreicht. Ihr Material finden Sie auf der Straße in der Regel durch Beobachtungen. Überall da, wo Menschen sind, gibt es Material für Ihre Sketche, für Ihre Filme, für Ihre Theaterstücke. War das hier auch so? Natürlich. Wenn meiner, der den Neffen spielt, der Maximilian Brückner, sagt, war der Hitler für oder gegen die Nazi, dann betone ich noch einmal, dann ist es nicht überzogen oder irgendwie ein Gag, sondern ich habe das x-mal von jungen Leuten in etwa so gehört. Weil offensichtlich die Bildung, die wir so schnell aufdeffen, das ist unglaublich. Und es müsste für Leute, die meiner Generation, ich bin ja schon nicht wie der Hildebrand, den haben sie ja mit 15 Jahren in eine Uniform gesteckt. Ich bin ja dieser Sache, also Gnade der späten Geburt, wenn man das so will. Aber es ist trotzdem für uns war dieses Phänomen wichtig und ist auch für mich heute noch wichtig, mir zu überlegen, wie Menschen auf einmal in irgendwas reinrutschen und emotional sogar heute noch Dinge sagen, wo ich sage, wie ist das möglich? Die Welt ist voll mit Informationen, die Welt ist irre, aber da stampfen manchmal Leute, geben da Dinge von sich. Und zwar sagen sie das so nett und freundlich und jetzt komme ich nochmal auf die Provinz. Nicht ein Beispiel. Ich soll ja ein Beispiel erzählen. Sitzt ein Mensch da, ein wirklich sympathischer Mensch, muss immer betonen, sympathisch, trinkt sein Bier, sitzt neben mir und sagt, schau mal her, wie schön ist das bei uns, gerade bei uns in Bayern, ist das nicht schön? Ha? Schau hinten, da haben die Kier, gell, der Himmel, weiß und blau, wie man sagt, die Berge haben da alles, da hinten ist der Lack, also der See, wir haben es schon schön. Und da kann man sagen, was man will. Ein Neger passt da auch nicht herein. Das ist Originalton. Ich würde sagen, verstehen Sie? Und er sagt das so begeistert und so, und er hat eigentlich nichts gegen einen Neger. Aber farblich passt er da nicht herein. Also, verstehen Sie? Das ist das, was mich fasziniert. Diese eine merkwürdige Gefangenheit in Naivität, die, wo man schlecht sagen kann, ja, Political, das ist ja keine Correctness, das ist ja unglaublich, was der sagt, der wird gar nicht kapieren, was man meint. Sie haben aber für die Reproduktion solcher Szenen auch schon Applaus von Leuten gekriegt, die gedacht haben, sie meinen das ernst. Stimmt.
Aber das ist, wenn man natürlich, so wie jeder Satiriker, der ein bisschen mit Missverständnis kokettiert, muss ihm auch passieren, dass er missverstanden wird. Er kokettiert ja mit Missverständnis auch. Das ist richtig. Das ist mir schon passiert. Zwei Sachen habe ich noch, dann sind Sie dran und dürfen Ihre Fragen stellen. Das eine ist Goebbels als Inder. Ist das sozusagen eine Referenz an das Land der Urarier? Ganz genau. Ja. Weil ja, wie der andere weiß, die eigentlich Arier sind, aber das hat ihnen nichts genützt, sagen wir so. Denn die Zigeuner wären ja demnach auch Arier, aber es nützt ihnen nicht. Genau. Ein richtiger Nationalsozialist lässt dieses arische Blut nicht gelten. Und das Letzte, es gibt so viele Sätze in diesem Film, noch ein Lieblingssatz, der mich so ein bisschen an Woody Allen erinnert hat. Und Woody Allen kam bei Ihnen eigentlich noch nie so richtig vor. Der Satz heißt, ohne Peter Ustinov wüsste heute niemand mehr, wer Rom angezündet hat. Was bedeutet Ihnen Woody Allen? Ich würde dazu sagen, dass das auch stimmt, weil ich glaube, das kann jeder nachprüfen. Und ich habe auch schon mit Geschichtslehrern gesprochen, die alle auch der Meinung sind, dass jahrzehntelang Deutsche am Gymnasium Geschichtsunterricht über Rom lange nicht so einen Eindruck auf junge Menschen machen wie der Film Das Gewand oder Quo Vadis oder irgend sowas. Diese amerikanischen Hollywood-Römerfilme haben viel mehr das Bild von Rom geprägt oder Spartacus als der Geschichtsunterricht. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, was ich nicht bezweifle, dürfen Sie das gerne stellen. Und vorneweg gleich, im nächsten Monat haben wir eine Ustinov-Retro, da zeigen wir Spartacus und Quo Vadis. Das nur mal. Sehr gut. Melden Sie sich einfach ganz kurz, dann komme ich zu Ihnen mit dem Mikrofon, weil wir das Ganze ja auch aufzeichnen für das Heft. Genau. Also keine Scheu, ich komme zu Ihnen. Fragen Sie mich gern was, weil ich bin ja da. Wenn ich nicht mehr da bin, dann kann ich ja nichts mehr sagen. Können wir gern miteinander reden, also darum bin ich auch gerne da. Ja, Sie danken im Abspann dem Josef Hader. Wofür? Ja. Ich kenne den Hader schon lange, bin mit ihm befreundet und wir haben auch über den Stoff miteinander länger uns unterhalten und das war inspirierend auch. So einfach ist es, ja. Ja. Ja, guten Abend, Herr Polt. Ich wollte fragen, ob Sie die Rollen den Schauspielern auf den Leib geschrieben haben, also genau die Schauspieler im Kopf hatten, als Sie die Rollen, weil das passt natürlich so perfekt, dass man ja, das vermutet. Sie haben recht, die Frage ist wirklich berechtigt. Also ich kann dazu sagen, die Schauspieler sind weitgehend nicht über Agenturen, oder also das war kein Casting, sondern viele haben wir gekannt und mit einigen auch schon länger befreundet. Und so war es natürlich leichter, länger, langfristig über ihre Rollen und über das Gesamte zu reden. Wohin soll das gehen? Was ist es? Wer sollst du sein? Und wie sollst du sein? Und wir haben wirklich, das kann ich schon sagen, also nicht erst am Drehort oder kurz davor, sondern schon ziemlich lange mit diesen Schauspielern einen Kontakt, und zwar einen guten, intensiven Kontakt. Ich sage dann immer gerne, haben wir Arbeitsessen oder sowas, aber wir haben uns lange unterhalten. Ja. Und das sind ja alles tolle Leute, die selber, wenn Sie, die Frage finde ich deshalb ganz gut, die Sie stellen, weil das ist vielleicht ganz interessant. Ich wurde schon mal gefragt, müssen sich oder mussten sich diese Schauspieler genau einen Text halten? Nachdem ich ja den Loriot persönlich auch kannte, und ich auch von ihm weiß, dass er eigentlich immer wollte, dass das Drehbuch, dass die das so sprechen. Und er hat es so eingeübt mit ihnen. Da kann ich sagen, aber das sage ich jetzt nicht als Gegenmodell, aber es war gegen mich. Ich habe das nie. Wenn man sich lange unterhält, dann sind die meisten Schauspieler, und jetzt komme ich wieder auf den Verdienst des Schauspielers, die wissen wohl und die suchen den Weg, auch sprachlich. Und dann fällt einem ein, ja genau, das ist es. Das ist die Tonlage. Das ist genau das, was ich meine.
Und da durften die auch zum Teil eigenständig mitformulieren oder so, verstehen Sie? Und das ist sehr wichtig, aber Sie haben recht, das kann man nur mit Leuten machen, die man kennt, die nicht sofort beleidigt sind, die nicht das Gefühl haben, sie werden abgeschnitten bei dem, was man ihnen sagt. Verstehen Sie? Da gibt es keine Apodikte, weil das ist kein Shakespeare, das ist einfach nur eine Vorlage. Und der muss gut sein, der Schauspieler oder die Schauspielerin, die muss vorne stehen. Das ist wichtig. Gerne. Ja. Sie haben eben eine interessante Bemerkung gemacht, Herr Polt, und zwar haben Sie gesagt, dass Sie hoffen, dass Ihr Film der letzte Film ist, der sozusagen in der Reihe der Hitler-Filme. Haben Sie eine Idee, weil Sie haben eben ja diese kurze Situation geschildert, dass jemand dann plötzlich dann der Neger in der bayerischen Landschaft stört. Es gibt ja offensichtlich noch sehr viel Unwissen. Also wir haben zwar viele Dokumentationen und Filme über die Nazizeit, aber offensichtlich ist ja ein ziemlich hartnäckiger Kern noch vorhanden. Ja. Und wenn sozusagen diese vielen Filme, die es da gibt, von Great Dictator bis der Untergang und die ganzen anderen Hitler-Filme, sei es jetzt ganz ernst oder pathetisch oder auch komödiantisch, haben Sie eine Idee, wie man im Grunde dieses Thema überhaupt angehen kann, da sozusagen ja eigentlich jede Form an Hitler, also welche ästhetische Form auch immer, ja scheitern muss oder muss sie zwangsläufig scheitern, oder hätten Sie eine Idee, was sozusagen dann stattdessen gemacht werden muss, weil ja offensichtlich das Wissen oder die Strukturen ja immer noch sehr virulent oder sehr lebendig sind. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich wüsste kein Patentrezept. Das Einzige, was ich weiß, ist, wenn ich junge Menschen überhaupt zu diesem Thema führen will, dann muss ich es machen, dass es die attrahiert. Es muss in der Schule schon losgehen. Ich finde das gut, wenn man zum Beispiel, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, was es da gäbe. Wir wissen ja alle, dass der sogenannte Faschismus, den wir kennen, der hat sehr viel mit Theater zu tun und Theatralik. Es waren ja schließlich die Italiener, die diese ganze Architektur gebaut haben. Verstehen Sie, die Italiener, die Gesten machen, der Hitler hat den Mussolini nachgemacht. Die Posen, alles ist theatralisch. Die Schwarzhemden, nur die unseren sind dann braun geworden. Schwarz ist fast noch schöner gewesen, aber ist ja wurscht, die wurden dann braun. Hat ja schon mal der Eckhard Henscheid gesagt, der weiß auch nicht, was die Farbe braun in Deutschland sagt, Eva Braun. Deutsch wurde in Braunschweig, also alles mit braun. Aber verstehen Sie, ich wollte damit Folgendes sagen. Ich glaube, wenn man versuchen würde, dass man politisches Auftreten, wenn man das gut machen kann, mit einer bestimmten Ästhetik verbunden, alles, was imperial und großartig und die Welt verkündet, dass das immer mit Megalomanie und mit so großen Dingen auch zu tun hatte, dann kann man vielleicht auch optisch diese Ästhetik und alles das zeigen, was eben, warum Menschen auf sowas ziehen. Verstehen Sie, was die sogenannte Großartigkeit war? Wo dahinter eigentlich, weil es ist wie die großen Banken, den Hintereingang kennt kaum einer, verstehen Sie? Das ist immer vorne und der Hintereingang. Es gibt die Küche hinten, wo Leute reingehen. Aber nach vorne sind die Säulen, nach vorne stehen die großen Tore und so weiter. Und da vor diesen stehen diese Leute. Ich will damit nur sagen, man kann schon als Lehrer oder als jemand, der sich damit auseinandersetzt, über Filme Jugendlichen sozusagen sie begeistern für bestimmte und auch filmisch, durchaus auch filmische Dinge aufzeigen. Also man kann es machen. Aber weil von der Kanzel nur runter sagen, die waren schlecht und die waren gut, das ist wahrscheinlich wirklich viel zu wenig. Das hilft nichts. Aber alles Pompöse, was wir ja dann auch in der DDR mitbekommen haben, wurde ja auch gern das Pompöse gezeigt und diese Aufmärsche. Und wir sehen ja Bilder in Nordkorea oder so, das ist ja alles ähnlich. Irgendwo ist es ähnlich. Man lässt da Tausende von Menschen jubeln, marschieren und so weiter. Aber man kann es machen in der Schule. Es wäre die Aufgabe der Schulen, das zu machen. Und die Schulen, das muss ich Ihnen sagen, das finde ich so schade. Es hat früher viel mehr noch Schulfernsehen und diese Dinge gegeben. Man könnte in den Schulen viel mehr, jetzt komme ich wieder auf Peter Ustinov, man könnte viel mehr filmisch
auch Jugendliche begeistern, wenn man viel mehr auch in der Schule Filme zeigen würde. Das tut man meistens nicht oder sehr selten. Der Mensch stirbt, der Film bleibt. Genau. Okay. Ja, Sie haben gesagt, das war für Sie nicht unbedingt ein Hitlerfilm, sondern es ging Ihnen noch mehr um diesen aufopferungsvollen Dilettantismus, den Sie zeigen wollten. Ja. Haben Sie denn auch mit einer anderen Titelfigur gespielt oder war es doch von Anfang an der Hitler, an dem Sie das zeigen wollten? Nein, unter anderem. Also den Hitler wollte ich schon zeigen, das ist schon richtig. Aber ich wollte halt zeigen im Grunde, dass da einer da ist, der vor nichts zurückschreckt. Verstehen Sie, der nicht das Fürchten lernt. Der macht für die Sparkasse den Film, dann macht er einen Hitlerfilm. Und wenn das glückt, jetzt das Nächste, jetzt macht er halt einen Jesus Christus und der Nächste ist vielleicht der Genghis Khan. Das heißt, das spielt gar keine Rolle. Also er wird nie zurückschrecken, irgendwas zu machen, weil er glaubt, er packt es. Ja? Warten Sie kurz. Eine Frage zum Mitgefühl, weil sowohl bei Man spricht Deutsch als auch in diesem Film picken Sie ja schon so Sachen raus, gerade auch bei den Deutschen, wo es ja auch kippen könnte. Ja? Und wo ich aber nie eigentlich was Menschenverachtendes oder etwas Deutschverachtendes bei Ihnen wahrnehme. Und da frage ich mich, kommt das so natürlich oder müssen Sie da hinterher, gehen Sie da nochmal durch und streichen was ab sozusagen? Nein, ich glaube wirklich, das klingt jetzt sehr banal, was ich sage, aber das erlaube ich mir jetzt. Es ist wirklich so, ich glaube, ich kenne selten einen Täter, der nicht auch Opfer ist. Verstehen Sie, das ist meine Vorstellung. Weil viele Menschen Dinge machen und eigentlich die Dimension nicht unbedingt im Griff haben. Und wenn man verachten würde, dann müsste man wirklich diesen Menschen, die bestimmte Dinge tun, die einem missfallen, unter der Rubrik Zynismus unterstellen. Dann wären sie zynische Menschen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Zyniker habe ich in meinem Leben relativ wenige kennengelernt. Ja, nee, Schluss. Da ist noch eine Frage. Ich wollte noch mal fragen, wie kamen Sie auf die Toten Hosen bei der Musik? Die Waldbrüder sind ja naheliegend, aber die Toten Hosen? Ja, das kann ich ganz einfach sagen. Erstens einmal bin ich mit denen freundschaftlich verbunden. Ich habe mit denen bin ja schon durch die in Wien im Burgtheater aufgetreten. Allerdings waren die unplugged natürlich und war mit denen in Frankfurt, schon hier in der Oper. Und ich war mit denen, weiß der Teufel wo, wir sind also mit den Biermesseln, da sind wir rumgezogen und wir kennen uns. Und der Stoffel Well, der ja ein von den ehemaligen Biermesseln, der Well, der ja ein toller Musiker ist, der war ja Solotrompeter der Münchner Philharmonie und dem Celi Bidache. Und der hat zu mir gesagt, Mensch, der Neffe, das Motto zum Neffen, der meinen Neffen spielt, da muss man die Toten Hosen haben, hat Cambino angerufen, gesagt, du, können wir das verwenden? Und hat er gesagt, selbstverständlich, sowas. Und ist es Zufall, dass Sie heute die Jacke vom Postpich anhaben? Naja, das ist eine ähnliche. Also, man muss immer sagen, diese Trachtenjoppen sind alle sehr ähnlich. Nicht gleich, ähnlich. Es gibt noch eine Frage, die ich immer stelle und die ich natürlich auch heute nicht unterschlagen möchte. Die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Und mich würde natürlich interessieren, gerade Sie als Kabarettist, verfolgen Sie den deutschen Film auch in irgendeiner Weise? Haben Sie da einen Blick, eine Meinung für? Und vielleicht dann noch als Ergänzung, gerade Kabarettisten im deutschen Film gibt es ja recht wenige. Vielleicht dazu auch nochmal, die wenigen, die es machen, haben ja doch meistens ganz großen Erfolg. Zumindest als Kultfilm bei einem gewissen Publikum. Da haben wir uns vorher noch unterhalten, das ist vielleicht auch für Sie interessant, wenn wir also von den Kabarettisten reden, weil es ist wirklich wahr, dass eigentlich, wir haben uns ja unterhalten, Kabarettisten relativ selten Filmer sind. Also das ist, es gibt nicht viele. Und der erste, den haben wir vorhin gesehen, das war der Karl Valentin.
Das war eigentlich der erste, wenn man den als überhaupt Kabarettist bezeichnet, aber Kleinkünstler kann man ihn nennen, der Filme macht. Und wenn wir so jetzt so durchgehen, im deutschen Sprachraum sind es wirklich ganz wenige. Und ich glaube auch, wir sind auch beim Italiener nicht weit gekommen und beim Franzosen, was wir wissen. Jedenfalls sind Kabarettisten eigenartigerweise zwar sehr filmfreudig, also ich weiß zum Beispiel bei vielen, die ich kenne, die gehen regelmäßig ins Kino, ich auch, und lieben den Film, wie übrigens auch das Theater natürlich und so, aber selber Filme machen oder ein Drehbuch schreiben, ist merkwürdigerweise, das sind nicht so viele. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Man könnte nochmal nachfragen, es hat vielleicht sicher Gründe, weil sie sind ja auch Erzähler, sie erzählen Geschichten. Und da wären sicher Stoffe da, die auch verfilmbar wären. Aber sie haben irgendwie, ich weiß nicht, das sind einfach wirklich wenige. Vielleicht sind das auch auf. Also wenn man darüber redet, dann fällt es vielleicht auf. Aber wieso das so ist, muss ich ehrlich sagen, muss ich abpassen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es eine Anregung wert, dass man jungen Kabarettistinnen und Kabarettisten sagt, komm, versuch's einmal auf diesem Gelände. Ja, bitte. Wenn man den Nachspann ein bisschen verfolgt hat, dann komme ich jetzt auf die Idee, vielleicht ist für Kabarettisten der ganze Apparat zu groß. Ja, ich weiß, aber ich kenne keinen Kabarettisten selbst, aber ich stelle mir vor, die denken sich vielleicht selbst aus oder haben nur wenige Gesprächspartner. Und dann ist das eben ein Programm, das sie eine Weile spielen. Ja. Aber hier war ja ein Riesenapparat und sie hatten eine ganz andere Art Vorbereitung. Ja, ja, es kann sein, dass das auch Kabarettisten schrecken könnte, dass es ihnen zu aufwendig ist. Aber verstehen Sie, trotzdem bleibt bestehen, dass es ja, wenn Sie Kleinkunst nehmen, gibt es ja auch verschiedene Formen der Kleinkunst. Damit meine ich jetzt, es gibt das klassische Kabarett, das politische Kabarett, da könnte man also von Briol, Hildebrand und so weiter, das sind die Leute, die direkt die aktuelle Politik meistens im Visier haben. Dann gibt es Leute, Kleinkünstler, jetzt nehme ich mal international den Dario Fo, der Nobelpreisträger wurde als Kleinkünstler, was erstaunlich ist. Der eventuell auch, ich sage mal, der Revue-Programme gemacht hat. Verstehen Sie? Ich kann jetzt von mir auch reden, wir haben auch Revue-Programme gemacht, waren im Münchner Kammerspielen, das war kein Kabarett mehr, aber auch noch kein Theater. Es waren Theaterrevuen, die wir gemacht haben. Aber szenisch gespielt und mit einem Apparat, das ein ganzes Staatstheater oder städtisches Theater zur Verfügung hat. Und wenn Sie... Und auch ein Kabarettist könnte auch ein Hörspiel machen. Dann müsste er auch mit Tonmeister schon mit Leuten arbeiten und so. Also ich glaube, man muss ja nicht sofort gleich den Film machen, sondern man kann ja langsam anfangen. Man kann ja auch mit einem Kurzfilm beginnen. Man kann ja, wissen Sie, was ich meine? Also, aber es geht mir nur darum, der Kabarettist nicht als, dass er jetzt sofort spielen muss oder so, aber als Erzähler, der Stoffe hat, der Stoffe zur Verfügung stellt, wäre interessant, glaube ich, weil die Leute haben oft wirklich Stoffe, die filmreif vielleicht werden. Ja. Ist vielleicht eine Frage der Geschwindigkeit. Kabarettisten haben es nicht mit der Geduldskultur. Mag sein. Ja. Ja, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, sagen wir ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Gerhard Polz, Ulrich Sonnenschein. Danke. Dankeschön, vielen Dank.